Agrarwaren betreffen. Brauchen wir so etwas, um also von daher diese Kluft, von der Sie sprachen, als allerersten Schritt überwinden zu helfen? Wenn ja, wer könnte Träger von so etwas sein? Und was würde sich vielleicht im Detail auch als Botschaften eignen? Also ich wüsste erstmal so sagen, was hier nicht sein sollte. Diese Werbekampagne für alle, die jünger als, weiß nicht, 30 sind oder so, das war damals die CMA, die Zentrale Marketinggesellschaft. Die Landwirte waren verpflichtet, an die Beträge abzugeben, damit die werben konnte für deutsche Landwirtschaft. Und ich weiß nicht mehr genau, wie die Texte waren, aber das waren auch mal so sexistische Sprüche dabei, wo irgendwie sie ihn braten. Also es war ein bisschen, das ist sehr anrüchig gewesen. Die Landwirte waren sauer, dass sie verpflichtet waren, dafür Geld zu zahlen. Und die Frage für die Konsumenten war, aber jetzt irgendwie, ja, ich soll jetzt Fleisch kaufen, war die Werbung, aber was genau unterscheidet denn jetzt dieses Fleisch, was macht das denn so toll? Und ich glaube, der zentrale Fehler davon ist einfach zu sagen, kauft jetzt mal Fleisch aus Deutschland, das ist gut für die Landwirte. Das ist so ein bisschen, ja, ich habe ja jetzt auch nicht gegen die anderen Landwirte, warum soll ich das jetzt hier kaufen? Und die entscheidende Sache einer solchen Kampagne wäre natürlich, dass man sagt, kauft das, was dann auch wirklich einen Vorteil hat. Und das zeigen alle Erfahrungen der Leute, die Direktvermarktung machen oder auch die Erfinder der Erzeuger, Milch, die sagen, unsere Milch kostet mehr, weil, wenn man glaubhaft vermittelt, warum die Leute mehr zahlen sollen für Lebensmittel, obwohl es billiger auch geht, muss man, also dann tun die Leute das, wenn sie glauben, dass es einen Sinn hat. Also Wiesenhof zum Beispiel, dieser gigantisch große Fleischkonzern, der Hühner vermarktet, Hühnerfutter vermarktet, Hühnermedizin vermarktet und den Bauern sagt, du nimmst aber meine Küken zum Messen und dann kaufe ich auch deine Hähnchen. Die haben auch mal so ein Biofleischprogramm aufgelegt und das hat nicht geklappt. Ja, ist doch klar, weil die keine Glaubwürdigkeit haben. Wenn aber so ein Bauer vom Hof kommt und sagt, wir haben unsere eigene Molkerei gegründet, weil wir wollen, dass unsere Kühe auf die Weide können und guckt unsere Höfe an und kommt her und wir zeigen euch das. Wenn der sagt, unsere Milch kostet mehr und damit eine Umsatzsteigerung erfährt, dann ist es natürlich sinnvoller und glaubhafter und nachvollziehbar für die Leute zu sagen, okay, dem gebe ich mehr Geld, als ich muss. Und ich glaube, das ist das zentrale Ding von so einer Werbung müsste sein, warum gebe ich Geld aus und lügt mich da nicht einer an? Und ich glaube, das ist zu erreichen eben in kleineren Strukturen mit einer ganz engen Bindung, also öffnende Höfe, guckt her, wo kommt es her, oder im Internet geht das ja auch. Aber auf jeden Fall kann das nicht so eine pauschale Botschaft sein, kauft jetzt beim deutschen Bauern, aber was der eigentlich macht, kann man nicht sagen. Aber das Ganze hat dann doch auch nur dann einen Sinn, wenn der Konsument dann auch sagen kann, ah, das ist das Produkt, also die Zuordnung hinkriegt und dann auch entscheiden kann. Wenn so ein normaler Milchbauer seine Milch an eine Molkerei gibt, dann ist das ja schon ein großer Topf. Ja klar, ja klar. Also meine Idee, diese enge Bindung und eine Sehnsucht mitverkaufen oder so, das funktioniert natürlich nur, wenn man ganz klar weiß, das sind die Höfe und die sind entweder im Internet oder am besten über regionale Vermarktungsstrukturen nachvollziehbar. Und das ist ein Dilemma oder die Schwierigkeit gerade ist, dass eben diese regionale Vermarktung und Verarbeitung durch das Sterben der ganzen kleinen Metzgereien, der kleinen Schlachthöfe, der kleinen Molkereien eben deshalb so schwierig ist. Also sinnvoll wäre, ökologisch und regional zu vermarkten. Sinnvoll wäre, 4 Bauern oder so oder 5 Bauern oder 10 Bauern haben eine Molkerei und da guckt man eben genau nach, da kommt die Milch und die Kühe sind das und da kann ich auch in den Stall gehen. Und das ist aber eben sozusagen so leicht nicht zu erreichen, weil in den letzten Jahren ja nicht nur auf der Ebene der Landwirtschaft der Strukturwandel war, sondern eben auf der Ebene der Verarbeitung auch. Und das macht es dann schwer. Aber das würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwie so eine Mini-Struktur bauen, jeder hat seinen eigenen Bauern. Aber das ist, in Hamburg gibt es zum Beispiel diese Öko-Melkbohnen, das sind ein paar Milchbetriebe, die sich zusammengeschlossen haben, ihre eigene Milch als Jahreszeitenmilch vermarkten, die sozusagen im Frühjahr das frische Gras haben, Sommer auf der Weide, im Herbst und Winter Heumilch haben, gentechnikfreies Futter, Bioqualität. Und das sind eben 4 Höfe im Umland von Hamburg, die alle so auch mit Namen und Hof im Internet stehen. Und da finde ich, da zieht sowas. Und die kriegen dann eben auch mehr Milch, mehr Geld für ihre Milch. Also das muss, glaube ich, so eine Größe haben, die immer schaubar ist und vor allem nachprüfbar. Also Sie sagten gerade, dass es schön wäre, wenn sich 3 oder 4 Betriebe zusammentun und ihre Produkte vermarkten, aber Sie wissen ja auch, dass die Hygienebestimmungen für Schlachtereien, für Molkereien dermaßen hoch aufgelegt sind, dass deswegen aber ja auch viele kleine Betriebe zumachen. Großes Dilemma Neuland, dass die zukünftig irgendwann keinen Schlachtbetrieb mehr finden. Also ja, ja und nein. Also es
es gab ganz lange sozusagen von der EU Bestrebungen über die EU-Hygieneverordnung, die sozusagen so hohe Auflagen formuliert hat für alle Verarbeiter, dass der kleine Schlachtbetrieb, der irgendwie auf dem Bauernhof zwei Schweine in der Woche schlachtet, die gleichen Hygieneanforderungen hatte wie ein riesengroßer Schlachthof. Und das ist zum Beispiel an der Stelle, wo man sagt, es müssen zwei Räume sein, wo man das Tier schlachtet und abhängen lässt, bis man es verarbeitet. Das müssen zwei getrennte Räume sein. Wenn die Tiere also durchrattern und im Sterben vielleicht noch koten und irgendwie Blut spritzt, ist das völlig klar. Dann müssen es zwei Räume sein. Wenn ich aber ein Tier eben in der Woche schlachte, dann muss es möglich sein, dass ich das schlachte, abhängen lasse, den Raum säubere und es dann im selben Raum weiter verarbeite. Und da sind solche Sachen, da ist aber von Seiten der EU schon ein bisschen sozusagen Veränderungen, die es wieder möglich macht, dass kleinere Betriebe überleben können oder eben sinnvolle Hygienevorschriften haben. Und da hängt es so, wie ich das erlebe, ganz viel in der Hand der einzelnen Kreistierärzte, die sowas überprüfen, eine Lebensmittelaufsicht. Und wenn da jemand ist, der sagt, ja, ich will das, dann gestattet der zum Beispiel auch den Weideschuss. Also das ist gerade so ein Thema, wo eben darüber diskutiert wird, darf man Tiere auf der Weide töten, damit sie überhaupt keine Schlachthöfe haben und sie stressfrei sterben? Oder darf man das eben nicht? Und dann gibt es sozusagen diese juristische Klausel, wenn sozusagen der Hänger, in dem das Tier dann getötet wird, ein Teil eines EU-zugelassenen Schlachthofs ist, also juristisch gesehen ist der Pferdehänger ein Schlachthof, dann geht das wieder. Und dann zeigt es eben, dass es so einen Spielraum gibt. Und wenn aber dann ein Amtsherr kommt und sagt, nö, ich will das nicht, was soll denn der Scheiß hier? Da sagt er eben, nee, geht nicht. Und da ist, glaube ich, da ist es, glaube ich, zu leicht, immer zu sagen, die EU hat alles so verschärft, weil einiges geht. Also ich kenne auch einen kleinen Schlachter, der eine EU-Zulassung hat in seiner quasi ausgebauten Garage. Und da ist es eben ganz viel, glaube ich, an, wenn die Landesministerien dann ihren Kreistierärzten die Auflage geben, ermöglicht Regionalisierung, natürlich nicht, wenn es gefährlich wird und jemand unsauber arbeitet, das ist ja klar, aber da, wo Bestimmungen eben unsinnig sind, dass man da die Spielräume ausnutzt, die es gibt. Und dann ist da tatsächlich also einiges möglich. So dieser Schlachthof, den ich kenne, der schlachtet ein Tier in der Woche und macht das mit EU-Zulassung. Aber ich meine, tendenziell ist das Problem da, klar. Ein Tier in der Woche in Landwirt nicht, ne? Nein, aber ich meine, der kann ja auch mehr schlachten. Der hat keine riesige Auslastung, weil die Strukturen andere sind, weil die 200 Schweine eben zum Großschlachter gehen. Aber prinzipiell wollte ich mit diesem Betrieb, der die EU-Zulassung hat, in einer ausgebauten Garage nur sagen, dass es nicht unmöglich ist und dass diese Tendenz zu immer höheren Auflagen von Europa aus mit diesen Reformen der Hygieneverordnung ein bisschen umgekehrt hat. Und dass es jetzt oft eher in den kontrollierenden Ebenen der Lebensmittelaufsicht hängt, ob was zugelassen wird oder in Schwierigkeiten bekommt. Eben wurde die Frage der Hygiene angesprochen und da Sie ja nun auch dafür plädieren, die Kluft aufzuheben, stellt sich mir die Frage, ob wir, nachdem es schon die ein oder andere gläserne Fabrik gibt, vielleicht auch gläserne Bauernhöfe brauchen. Also eine Art Schaufenster, Einsichtmöglichkeit in die Produktionsbedingungen. Denn rein aus hygienischen Maßstäben heraus kann das im Unterricht tatsächlich problematisch sein. Wobei bei den Ökohöfen das wiederum kein Problem ist. Da kann man eben auch als Besucher locker rein. Da haben wir auch eine größere Stressresistenz und Krankheitserregerresistenz. Aber wäre das zum Beispiel ein Ansatz vorzuschreiben, dass von außen die Produktion, die Agrarproduktion gerade im tierischen Bereich stärker kontrollierbar sein muss? Im Grunde auch für Konsumenten über, nennen wir es mal, Schaufenster. Ich finde, das ist eine schwierige Geschichte, weil einerseits natürlich ja, also die Landwirtschaft, die mir schwer vorschwebt und wie ich mir vorstelle, wie sie sein sollte, wäre eine biologische, wo ein Schwein eben auch keinen Herzinfarkt kriegt, wenn da mal Leute reinkommen. Andererseits habe ich neulich mit Bauern gesprochen, die eben auch überlegt haben, so eine Kamera, eine Webcam in ihrem Stall einzurichten und die schlimmen dann vor, das 24 Stunden Zeitfall sogar zu sehen, wenn mal was ist. Und dann dachte ich so, okay, das ist irgendwie jetzt so ein bisschen so ein schmutziger Trick, aber andererseits möchte ich eine Webcam an meinem Schreibtisch haben, um zu belegen, dass ich nicht mogel beim Arbeiten, weil es ist schon eine ähnliche Situation. Es gibt in jeder Landwirtschaft mal Krisensituationen und der beste Biobauer wird irgendwie mal eine Kuhkalben haben und ein totes Kalb aus der Kuh ziehen und will dann eigentlich nicht, dass das im Internet steht. Also ich glaube, da muss man sehr gut abwägen, bevor man ganz schnell sagt, hier Transparenz für alle. Das heißt, da muss man sich auch vorstellen, würde man selber jede Sekunde bei der Arbeit beobachtet werden müssen. So, das ist, glaube ich, ein Abwägen. Wobei grundsätzlich offene Stelle und der ganze Umgang eben auch mit solchen, dass der, also meiner Ansicht nach ist nicht die Zukunft in der Tierhaltung, wie das im Moment in der Schweine
einem, was der Fall ist. Ich gehe in eine Dusche, ziehe mich komplett aus, dusche mich, ziehe desinfizierte Kleidung an, gehe in den Stall, füttere die Tiere, die dann sozusagen quasi steril sind, natürlich doch jede Menge Salmonellen und sonst was kriegen, und gehe wieder durch die Schleuse nach draußen und nehme so meine Bewohner mit. Also so kann man, glaube ich, nicht gesundes, leckeres Fleisch als Lebenskraft vermitteln. Ein Beispiel, wie man sich einen Betrieb ansehen kann, gibt es hier im Kreis. Das ist das Landwirtschaftliche Bildungszentrum des Eche. Dort werden alle landwirtschaftlichen Lehrlinge ausgebildet im Bereich Tierhaltung Rind und Schwein. Und alle Besucher können, wenn sie sich angemeldet haben, von außen in die Stelle hineinsehen. Da sind extra Räume auch geschaffen, wo man genau auch den Bio-Anteil, da ist auch eine Abteilung mit Bioschweinen, genau sehen kann und das auch erläutert bekommt. Also das ist mal ein Beispiel. Es ist also nicht so, dass das schon überall zu sehen ist, aber dieses hier im Kreis wäre so ein Muster, wo jeder auch sich anmelden und das auch einsehen kann. Ja, ich ermuntere Sie, das auch anzugucken. Und es gibt ja auch viele Landwirte, also auch viele Landwirte, die so aus meiner Sicht echt so harte Haltungsformen haben, wie eben Ferkelproduktion, wo die Sauen tatsächlich in diesen Kastenständen sind über Monate. Die sagen auch, die sind teilweise auch stolz, wenn es bei ihnen gut läuft, und die wollen das auch zeigen. Und ich würde das wirklich nur alle ermutigen, sich das auch anzuschauen, sich selber ein Bild zu machen, um auch die Perspektive der Landwirte zu geben. Also muss man auch sagen, da sind Landwirte, viele machen da sehr, sehr viel und wollen auch zeigen, was sie machen, um eben zu zeigen, dass sie mit diesem einfachen Prädikat Tierquäler, dass man ihm damit überhaupt nicht gerecht wird, selbst wenn man die Haltungsform ablehnt, aber die Landwirte, die das zeigen, ich finde schon, dass die sehr mutig sind. Man könnte ja auch als Alternative zu so einer Webcam, wäre es ja auch möglich, dass man Laien sozusagen oder so in einem Schnellkurs darauf trainiert, unartgerechte Tierhaltung zu erkennen. Es wäre die Möglichkeit vielleicht auch so, dass man bestimmte Konsumenten, die da interessiert sind, in ein paar Wochen oder Monaten darauf trainiert und die dann durch eine gesetzliche Grundlage dazu befugt sind, in Betriebe reinzuschauen, und wenn sie dann sozusagen was feststellen, das dann an der nächsten, also höhere Instanz melden können, die dann halt wirklich etwas dagegen tun muss. Also wie so eine Art Lebensmittelaufsicht, aber durch Gesellschaft, nicht durch die erstmal die Missstände, um offensichtliche Missstände erstmal sozusagen festzustellen. Aber da würden wahrscheinlich auch wieder viele Landwirte sagen, ja, das kann der noch gar nicht beurteilen und so. Also da gibt es ja auch unter den Landwirten eine Diskussion, was jetzt Missstand ist. Aber ich glaube generell, dass man sozusagen die interessierten Konsumenten in die Stelle holt und auch nicht nur dann, wenn einer sagt, heute ist alles schön, das ist vielleicht ein ganz guter Anlass. Ja. Schwierig wird es ja dann, wenn man, also was wir ja kritisieren, zum guten Teil sind ja legale Missstände, also etwas, was völlig erlaubt ist, also was nicht irgendwie ein Verstoß gegen irgendein Gesetz wäre, aber trotzdem nicht die Landwirtschaft ist, die wir wollen. Insofern denke ich, das würde vielleicht auch eher so ein Misstrauen schüren zwischen Konsumenten und Landwirten, das ja da ist. Also jeder Landwirt, mit dem ich spreche, versucht schon, sich zu verteidigen gegen Vorwürfe, die ich ihm noch gar nicht gemacht habe. Und ich glaube, das wäre günstiger, wenn Landwirte und Konsumenten vielleicht irgendwie eine andere Form finden, wie sie zusammen an etwas arbeiten können. Weil das eigentlich, wenn man eine gemeinsame Aufgabe hat, das ist das Einzige, wie man Misstrauen zwischen zwei verschiedenen Gruppen überwinden kann. Das ist auch psychologisch belegt. Insofern denke ich, irgendwie eine gemeinsame Arbeit an irgendwas wäre sehr sinnvoll. Wie zum Beispiel solidarische Landwirtschaft. Und vielleicht können wir ja in der Uni so ein Forum bieten für so Landwirte, die mir jetzt in letzter Zeit oft auf Lesungen begegnet sind, die sagen, irgendwie mein Schweinemesser, der auch Sauen in Kastenständen hat, der sagt, mein Sohn will Landwirtschaft machen, aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie diese Art der Sauenhaltung die Zukunft ist. Wie komme ich denn da jetzt hin? Was soll ich eigentlich machen? Also vielleicht ist dann eine Uni so ein Ort, an dem man sich zusammensetzt, als Konsument sagt, das will ich nicht, und dem Landwirt einen Weg gibt. Es drängt regional besser. Danke, genau richtig. Und so ist übrigens auch in Freiburg die Regionalwirt-Idee entstanden, weil nämlich der Landwirt und Gärtnermeister Christian Hiss Bürgerinnen und Bürger der Region in sein Treibhaus eingeladen hat. Kultur im Treibhaus hieß die Veranstaltung. Dann haben sie sich immer einen Problembereich aus der Land- und Lebensmittelwirtschaft ähnlich in dieser Vorlesungsreihe vorgenommen und dann gemeinsam Lösungsvorschläge entwickelt. Da waren Landwirte dabei, Bürgerinnen und Bürger und Leitungen von der Uni in Freiburg. Und das Ganze mündete dann irgendwann in der Gründung des Regionalwirtmodells. Also da können sehr kreative Modelle daraus entstehen. Ein Beleg für Ihren Vorschlag. Weil ihr gemeinsam arbeitet und nicht quasi immer das Vorsatz mit dem Finger in die Abwehr haltet.
Aber vielleicht ist auch noch ganz kurz dazu nochmal diese Unterscheidung wichtig, dass es einerseits ja Missstände gibt, also illegalen Missbrauch oder Nicht-Einhaltung von Tierschutznormen, und andererseits aber eben Systeme, die legal sind, in denen die Landwirte ihre Tiere gut versorgen und die aber trotzdem jetzt so aus nicht konventioneller Landwirtschaft sich eben auch nicht in Ordnung sind. Und dass man das nochmal unterscheidet und da auch aufpasst, dass man eben Landwirte nicht kriminalisiert. Wie gesagt, du machst innerhalb deines Systems deine Arbeit gut, das glaube ich dir, aber die Frage ist, ob dieses Haltungssystem eben das richtige ist, dass man da nochmal unterscheidet, was eigentlich passiert. Ja, ich möchte auch nochmal sagen, um nochmal darauf zurückzukommen, auf dieses landwirtschaftliche Bildungszentrum und dass man von außen da reingucken kann durch Scheiben, allerdings immer unter Begleitung, das ist ja nicht überall üblich, und man kriegt das dann manches erklärt. Und zum Beispiel werden zu den, wenn die Sauen haben wir da gesehen, die lagen wie die gepökelten Heringe, konnten sich nicht umdrehen und dahinter war Spaltenboden und da habe ich nur gesagt, warum legen die sich da rein, warum gehen die da nicht raus? Bis ich dann gesehen habe, da war hinten auch noch ein Bügel, das konnte man schlecht einsehen, also da musste man ein paar Schritte weitergehen und dann gucken. Und dann wird einem erklärt, das sind Ferkelschutzkörbe, das aber eigentlich Kastenstände sind. Und das finde ich ein Unding. Also ich halte das, ehrlich gesagt, für Tierquälerei. Sowas dürfte nicht erlaubt sein. Und wirklich artgerecht muss man eigentlich sagen,